Mahlzeit zusammen. Sind wir mal ehrlich, wir alle haben schon mal mit diesem ganzen Smart Home rumgespielt und haben auch festgestellt, ey, das funktioniert auch echt einigermaßen gut, man braucht halt eben nur ein paar Tools. Und in meinem Falle brauche ich eigentlich nur die Tools, die das Ganze halt eben irgendwie überwachen. Also in meinem Falle eigentlich für alles immer ein Grafana. Warum Grafana? Weil in Grafana das einfach geil aussieht. Beziehungsweise man das in Grafana geil aussehen lassen kann. Nicht so wie ich hier, dass es einfach alles grün ist und alles gleich aussieht. Ihr seht schon, ich überwache meine Steckdose und das will ich euch auch zeigen. Ich habe da mein Handy dran. So, jetzt zack, mache ich mein Handy dran. Jetzt quatsche ich euch noch ungefähr mal 15 Sekunden voll, so circa. Und dann sollten wir auch gleich sehen, dass die Stromaufnahme hier im Grafana wieder nach oben geht. Und wir zumindest sehen sollten, dass der so wie gerade eben noch so 6 Watt sieht. Oben VA war, glaube ich, wie war das? Scheinleistung oder so? Ach, wie auch immer. Und oben links sieht er halt eben sozusagen die Strom. Ja, ist das die Stromaufnahme? Nee. Die Spannung, die anliegt? Stromaufnahme? Ach, keine Ahnung, bin kein Elektrotechniker. Auf jeden Fall das, was aus der Steckdose kommt, beziehungsweise dann am Shelly anliegt. Worüber unterhalten wir uns eigentlich? Da ist es, siehst du, ich habe auch gesagt, ich quatsche euch 15 Sekunden voll und dann passiert hier irgendwas. Worüber reden wir eigentlich? Ich will die Shellys, die ich habe, beziehungsweise für euch eigentlich wichtig, eigentlich alle Geräte, die hier so auf dieses Keyword das Motor hören. Wenn ihr das hier seht, dann seid ihr hier irgendwie so richtig unterwegs. Und das wollen wir jetzt natürlich so ein bisschen überwachen. Ich sag jetzt mal etwas ohne Gewehr. Das Ganze, was ich euch jetzt zeige mit dem Skript, kann auch funktionieren, wenn man Shelly selber drauf hat. Ich kenne jetzt aber gerade die MQTT-Syntax nicht, die ein normaler Shelly rauspumpt. Deswegen Obacht, Vorsicht, das, was ich euch jetzt erstmal zeige, ist gültig jetzt hier für die Tasmota-Geräte bzw. Tasmota-Software und in dem Format, was Tasmota hinten rauspumpt. Und da kommen wir jetzt zu. Unter Konfiguration MQTT müssen wir nämlich ein paar Sachen einstellen. Was braucht ihr überhaupt? Erstmal ganz wichtig. Ihr müsst hier nicht mir immer alles folgen und auf dem Video folgen, und weil ich quatsche euch hier eigentlich nur voll, sondern bei mir auf der Homepage habe ich euch einmal auch alles nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Was braucht ihr überhaupt? Wie ein Mosquito-Server sowie selbstverständlich eine Datenbank, wo die Daten hingehören. Ne? Ablauf ist klar, der Tasmoa, Shelly, wie auch immer, schickt mit dem Protokoll MQTT an den Mosquito-Server, was ein MQTT-Broker-Server ist, die Nachricht hin, und mein Skript, wo kommen wir gleich zu, ich erkläre euch auch zumindest ein paar Zeilen mal ganz grob, nimmt das Ganze an und, Entschuldigung, jagt das Ganze in die InfluxDB rein, und die Grafana-Umgebung besorgt sich anhand von der Influx-Datenbank die Daten und ja, kann die uns die dann so schön hier anzeigen, aber wie gesagt, auch dieses Dashboard müsst ihr euch selber bauen, oder ich kann euch gerne auch die JSON-Vorlage einfach hier in meine Dokumentation auf der Webseite ganz normal hinterlegen. Aber es gibt ein paar Sachen, die wir jetzt beachten müssen. Also fangen wir ganz von vorne an. Tasmota. Mein Skript geht momentan, das könnt ihr anpassen, standardgemäß hin, und das ist erstmal wichtig, weil sonst geht Copy-Paste-Skript nicht, müsst ihr anpassen, müsst ihr wissen, schreibt ihr bei mir alles in das Full-Topic Shellys rein, weil ich möchte natürlich mehrere überwachen und nicht einer, deswegen habe ich gesagt, alles klar, es gibt einfach ein Topic namens Shellys und da funken alle meine Shellys, die heißen ja jetzt einfach Tasmota, irgendein Billigname, Tasmota rein, das heißt, erreichen tun wir das Ganze nachher, wenn wir die Daten mal sehen wollen, unter dem Topic Shellys slash dann der Name von dem Gerät hier. In dem Falle heißt das Ding Tasmota 9DD833. Ja, so heißt das Ding halt eben. Also slash dann den Name, fertig. Da kommen die ganzen Daten rein, die Sensordaten und so weiter. Ich vermute mal, ihr wollt das auch sehen. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Machen wir einfach auf, sagen wir Connect. Und da sehen wir auch schon, hier ist die Struktur namens Shellys. Und dann hieß hier der Tasmota 9DD833. Kommt uns bekannt vor, ne? 9DD833. Kommt uns bekannt vor. So, da drin und da drin liegen jetzt auch die Daten. Hier haben wir zum Beispiel Sensordaten. Ich mache das mal ein bisschen größer, da kann man auch was lesen. So, Sensordaten, und dann steht hier auch Actual Power 10, Reactive Power 8, Faktor 0,25. Lass uns mal kurz was gucken gehen. So, gehen wir mal zurück, Main-Menü, 0,5, es schwankt natürlich immer so ein bisschen, da jetzt 0,49, es schwankt natürlich immer so ein bisschen und MQTT sendet natürlich in regelmäßigen Abständen, da sehen wir es, 0,94, momentan der Faktor, und hier unten die Voltage 229, ich habe gesehen, warum habe ich ja nicht 229, ich hätte auch gerne 230 Volt, das ist echt, Mann, naja, egal, auf jeden Fall funkt er die Daten raus auf MQTT, ihr habt es gesehen, hier kommen die Daten an,
für jedermann bei mir in meinem eigenen Netzwerk lesbar. Aber das ist der erste Punkt. Ihr braucht einen MQTT-Server bzw. einen MQTT-Broker und das nur dafür nutze ich halt eben immer Mosquito. Ich glaube, dafür habe ich auf meiner Internetseite auch eine Anleitung. Wo ist er denn überhaupt? Da, Mosquito MQTT-Server gibt es ganz normal als Docker-Container. Eclipse Mosquito Latest, einfach neueste Version. Seht ihr auch Port 1883. Da launcht die Kiste drauf. Es gibt auch ein Websocket mit Port 9001. In unserem Falle brauchen wir es jetzt aber nicht. Da sieht man auch fleißig in den ganzen Logs, wer sich hier wann, wie, wo connectet, wer hier wann, wo irgendwas speichert und so weiter. Funktioniert also wirklich tadellos. So, haben wir. Mosquito-Server-Daten kommen an. Dann kommt eigentlich mein Skript. Das schiebe ich jetzt kurz nach hinten. Was brauchen wir? Eine Datenbank. Auch die habe ich natürlich wieder über Docker-Container realisiert. Ich kann es euch immer nur empfehlen. Schafft euch lieber mal einmal einen großen Docker-Host. So mache ich das. Oder mehrere, wenn ihr clusterisieren wollt. Kubernetes vielleicht auch oder Rancher. Und schafft euch da dann einfach eure eigenen Containerlandschaft an. Also hier in meinem Falle einfach eine InfluxDB. Auch da wieder, warum InfluxDB, warum nicht Prometheus? InfluxDB ist einfach eine, aus meiner Sicht, eine schöne Time-Series-Datenbank, die die Funktionen mitbringt, die man wirklich mit einfachen, strukturierten Daten mitbringt, in Massenweise, in Terabyteweise, einfach nur mit Zahlen reingepumpt und man kann trotzdem schnell lesen, weil es halt eine Time-Series-Datenbank ist. Und ich ganz ehrlich immer sage, diese Language auch, um Daten da reinzukriegen, auch hier in Python haben wir es jetzt mal wieder gesehen, ist es einfach hier. Es wird einfach ein JSON-Body in die InfluxDB reingepumpt und die sagt, ey, jo, cool, danke. Einfach das Format ist super, super einfach und die InfluxDB lässt sich easy einfach über alle Schnittstellen, TCP, UDP, HTTP, wir nutzen jetzt hier HTTP, kein HTTPS, einfach einbinden und ja, die Daten sind halt eben da. Und Grafana kommt einfach mit Daten von, von der InfluxDB super klar. Und deswegen finde ich, diese Kombination ist immer wirklich sehr harmonisierend und funktioniert gut. Das Ganze geht natürlich wieder, jetzt kommen ein paar andere Fanboys um die Ecke, natürlich auch mit Prometheus, spricht man es ja glaube ich aus, Zeta habe ich auch natürlich laufen, denn es gibt einfach auch andere Daten, die ganz ehrlich viel besser in Prometheus geparkt werden können, beziehungsweise es gibt auch einfach Produkte, die einfach viel einfacher nach Prometheus sich exportieren lassen, die Daten natürlich, und deswegen hat man dann halt eben beides laufen. So ist es eben, man muss sich halt eben anpassen, wo es geht. Aber kommen wir jetzt endlich zurück zum Skript. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dieses Skript macht nichts anderes, als Daten sich aus MQTT zu besorgen. Ihr wisst, bei MQTT werden keine Daten sozusagen geschickt, sondern man abonniert als Klient ein Topic und wenn ein Topic aktualisiert wird oder ein Datenbestand in diesem Topic neu reinkommt und nur dann, wenn man das abonniert hat, bekommt man auch die Daten von seinem Client ausgelesen. Und das ist hier sozusagen der zweite Part. Ich fange jetzt kommunikationsmodelltechnisch einfach an, dass man sagt, okay, IP-Adresse, Benutzername, Passwort, was ist das Topic, was wir ansprechen wollen? In meinem Falle die Shellys / alles, plus heißt alles im Endeffekt, und dann dahinter die Sensoren. Haben wir eben schon gesehen, Sensor heißt hier das Topic, Sensor, und im Sensor stehen die Daten drin, also für die, die es halt eben ein bisschen genauer wissen wollen. So, dann gibt es hier noch den regex, das ist einfach nur da, um auch alles auszulesen, und den MQTT Client ist einfach nur der Name. Das müsste wahrscheinlich, wenn ich das Skript neu starte, auch das zeige ich euch. Ich zeige euch die Realität, das ist das Skript, was läuft. Ich starte das Skript einfach mal, gehe wieder kurz in meinen MQTT Broker und jetzt müsst ihr mal gucken, ich weiß, es ist sehr klein, aber da unten seht ihr 1037 MQTT InfluxDB Bridge. Und woher kennen wir den Namen? Hierher. MQTT InfluxDB Bridge. Also der meldet sich ganz normal am Mosquito-Server an, sagt, hey, ich bin jetzt da, ich abonniere jetzt hier das und das Topic und wenn da irgendwas Neues kommt, sende mir das bitte zu. Was brauchen wir natürlich für die Influx-Datenbank? IP-Adresse, Benutzername, Passwort, Datenbankname. Datenbankname ist bei mir, glaube ich, einfach Shellys. IP-Adresse ist klar, Benutzername, Passwort habe ich da einfach halt halber einfach wieder weggelassen. Auch da, zwischendurch schaut ihr ja dann doch mal ganz gerne rein. Man kann einfach hier auch in den Docker-Container gehen. Da gibt es dann den Befehl Influx, können wir einfach sagen, Show Databases. Und dann sehen wir auch schon, hier gibt es eine Datenbank namens Shellys, so wie ich das haben wollte. Und dann sagen wir einfach Use Shellys, dann sind wir in der Datenbank drin. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier sagen, Show
Meine Fresse ist da ein englisches Wort. Und schon sehen wir hier Apparent Power, Current, Factor, Power, Reactive Power. Lass uns mal kurz was gucken. Power, Apparent Power, Reactive Power kommt einem irgendwie bekannt vor, ne? So, und dann stehen die Daten da in der Datenbank drin. Zurück zum Skript. Datenbankverbindung existent. MQTT-Verbindung existent. Jetzt bin nicht ich hingegangen, sondern ein Zuschauer, muss ich sagen, der sich deutlich besser mit Python auskennt als ich und hat mir noch so ein bisschen additional zu dem Skript was dazugepackt, sodass man die MQTT-Fields als wirkliches, also als Schleife auslesen kann, sodass alle Daten reinkamen. Denn ich hatte das Problem, dass ich immer nur einer dieser Werte auslesen kann und in die InfluxDB geschoben habe. Ein netter Community-Mitarbeiter, sage ich schon. Ein nettes Community-Mitglied, jetzt habe ich es endlich, hat mir geholfen gehabt hierbei, das Ganze in eine Schleife zu bringen, sodass wenn eine Nachricht kommt, die einmal schleifentechnisch abgearbeitet wird und dann in die Datenbank kommt. Und hier geben wir einfach nur an, welche Felder aus dem Bereich Sensor möchten wir da gerne auslesen. Wir können auch hier Total Start Time, Total Yesterday, Today, das sind die Verbrauchswerte, mit in die Datenbank schieben und dann hätte man die auch zur Visualisierung in Grafana zur Verfügung. Gut, über Skript einmal ganz, ganz schnell und ganz oberflächlich durchgegangen. Hier oben werden einfach nur die Sensordaten in Variablen gepackt, interessiert nicht. Define on connect, das ist hier ganz normal der Connect-Vorgang für den MQTT-Broker, sodass ich das Skript beim Broker einwählt. Pass MQTT Message, das ist eigentlich so mit das Wichtigste. In dieser Funktion passiert Folgendes. Es kommt eine MQTT Message rein. Das kann ja auch sein, dass 3 Jahre keine Message reinkommt. Dann passiert in dem Skript sowieso nichts. Aber wenn eine reinkommt, dann wird das da quasi erstmal, ja, wie soll ich sagen, mit aufgerufen. Und hier drin passiert the Magic, dass der eben aus dem JSON String diese Daten raus extrahiert. Dann seht ihr jetzt in den Tiefen gibt es hier Sensor Data. Da habe ich ja gerade gesagt, da oben werden die Daten quasi ausgelesen und in Variablen gepackt. Und wenn das dann passiert ist, ne, es wird hier zurückgegeben mit Yield, wird das Ganze zurückgegeben, weil das ist ja auch nur eine Funktion, die aufgerufen wird. Wo haben wir es da? On Message, sagen wir mal so, da haben wir es. On Message wird irgendwo mittendrin da Pass MQTT Message, wird die Funktion von da oben aufgerufen. Also das heißt, das baut sich alles aufeinander auf. Im Endeffekt, ganz einfach gesprochen, es passiert nichts weiter, dass dieses Skript sich verbindet und wartet, dass eine Meldung kommt. Wenn eine Meldung kommt, dann bekommt das diese Funktion hier mit, Pass MQTT Message. Die Message wird ausgelesen in diesem Bereich hier. Und dann im Endeffekt, wo haben wir es? Hier Send Sensor Data anhand von den Variablen, die wir hier oben definiert haben, ganz einfach in die InfluxDB geschickt. Also der Ablauf ist total einfach. Und ja, jetzt kommen natürlich die Aufmerksamen, die sagen, ah, das geht ja alles viel einfacher mit Node-RED und Home Assistant. Habe ich auch, glaube ich, hier reingeschrieben. Home Assistant, I.O. Broker, OpenHub und Node-RED und wie sie nicht alle heißen. Hatte ich aber explizit darauf verzichtet, weil ich gerne so eine schöne Skriptlösung hatte, wo man einfach mal nachvollziehen kann, was passiert. Das sieht hier wirklich jetzt viel aus, was einen so wirklich erschlägt oder so, ist aber eigentlich gar nicht so. So wirklich kompliziert, man muss sich nur einmal kurz durchlesen, wo passiert denn überhaupt was? Ich weiß, sind wieder viel zu wenig Kommentare drin, aber ja, so ist es. Gut, dann gehen wir halt eben in unsere Grafana-Umgebung. Grafana-Umgebung brauchen wir im Endeffekt nur hier, über Data Sources, in der InfluxDB die Data Source hinzufügen. In dem Falle seht das hier Shellys. Database Shellys, einfache Connection zu meiner Influx-Datenbank und dann kann man auch schon frei über Explore. Und wenn man dann oben die Datenbank auswählt, InfluxDB war schon ausgewählt. Jetzt kommt leider Gottes ein momentaniges Problem, was ich habe. Ach, guck mal, macht er gar nicht. Normalerweise steht jetzt hier erstmal so für 10 Sekunden Loading, Loading und kriegt irgendwie keine Daten. Egal, kommt euch das hier bekannt vor? Diese ganzen Informationen, ne, von wegen, keine Ahnung, was haben wir hier? Voltage. Dann seht ihr auch schon, hier kommt 228, es schwankt ein wenig bei mir hier. Ich will immer noch 130 Volt haben. Naja, egal. Und dann könnte man hier bei Location auch noch auswählen,
welche Dose möchte ich mir angucken, weil wenn ich mehrere habe, stehen da natürlich mehrere drin. Aber egal, die Daten sind da, die Daten sind auslesbar, wie man das Ganze jetzt gestaltet. Wie gesagt, ich habe es ja hier wieder nur einfach irgendwie schnell hingeklatscht. Man könnte das natürlich alles schön in einen Graphen machen mit Rot, Blau, Grün für Watt und Watt nicht alle und so weiter, könnte man alles machen, aber bin ich doch viel zu faul für. Ne? Und im Endeffekt braucht man dieses Skript nur im Hintergrund irgendwo laufen haben. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Skript oder so ein Skriptrunner oder vielleicht einen Raspberry Pi, der rumsteht oder was auch immer. Oder auf eurem Docker-Host, ne? Ist auch egal, irgendwo muss dieses Skript schließlich ausgeführt werden. Oder ihr baut euch einen eigenen Container dafür. Auch spannend, weil ist ziemlich lightweight und der Container ist halt eben sehr, sehr stable in dem Falle. Und wenn er mit irgendwas abkackt, startet der Container einfach neu und das Skript startet im Endeffekt auch wieder neu. Also egal, lange Rede, kurzer Sinn. Mir ging es darum, dass ich diese Lösung endlich fertig kriege, dass ich halt diese ganzen Tasmota-Dosen ausgelesen bekomme mit den ganzen Daten, die halt eben aus Tasmota rauskommen, cloudfrei und ich die ganz einfach in meinem Grafana sehen kann. Und mir war es einfach wichtig, frag besser nicht wieso, dass ich halt eben keins der Produkte, Home Assistant und so weiter, wie sie nicht alle heißen, eben einsetze, weil ja, ich habe ja gelernt, wenn man sich da einliest und ein bisschen rumklickert, funktioniert das alles ziemlich, ziemlich gut, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin kein Freund davon, ich wollte ein Skript haben, da ist das Skript, ihr könnt das gerne natürlich runterladen, benutzen, umschreiben, weiterverbreiten, ausdrucken, plottern oder was auch immer ihr damit machen wollt, ummodeln zu irgendwas oder anpassen auf einen Shelly-Plug oder was weiß ich, wie die nicht alle heißen, liebend, liebend gerne benutzen, weitergeben und so weiter und so weiter. Schön, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, ihr kriegt die Daten aus euren Tasmota-Geräten raus und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!